Willkommen zurück zu unserer XCOM 2 Kampagne. Mein Name ist Cicerone und wir stehen gerade vor der Entscheidung, ob wir nach Westasien mit unserer Einsatztruppe gehen, dort einen Gegenstand aus einem Adventzug stehlen und 134 Vorräte bekommen, oder aber ob wir in die neue Arktis gehen und dort den Wissenschaftler Dr. Jeffrey Lebowski befreien, indem wir einen geheimen Computer des Widerstands hacken. Aber wir sind doch der Widerstand. Wieso sollten wir dann einen geheimen Computer hacken? Egal. Genau. Wenn wir das Zweite jetzt nicht tun, dann kriegt Advent eine Legierungspanzerung, die Advent-Einheiten eine zusätzliche Rüstung verleiht. Das, finde ich, klingt nicht so gut. Und wenn wir nicht nach Westasien gehen und da intervenieren, erhöht sich die Wachsamkeit der Feinde. Ich schätze jetzt irgendwie mal so um Radius, ich glaube nicht mehr, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ein, zwei Felder. Ja, ich finde, Rüstungen klingen schlimmer und außerdem hätte ich gerne den Lebowski gesichert, schon alleine für unseren User BJ. Und deswegen gehen wir dahin. Setze Kurs auf Sektor 1, die Akte. Das machst du, das ist gut. Und ich denke, wir müssen sofort dahin, also ich breche jetzt wirklich hier die Vorratsabholung ab. Oh, ich hätte mal die Truppgröße. Moment. Ich kann doch, glaube ich, unsere Truppgröße. Da steht übrigens der Max Mustermann, der perfekt gegenderte, hier in Smiley-Rüstung. Ja. Seht ihr ihn? Sehr schön. Ja, ich glaube, ich kann in der Guerilla-Taktik-Schule unser Squad auf plus 1 erhöhen. Den Trupp, genau. Und das geht sofort. So, dann können wir nämlich 5 Soldaten mitnehmen. Das war jetzt noch wichtig. Genau. Bestätigen. So. Also. Anführer der Mission ist natürlich auf jeden Fall ein Korporal, in dem Fall jetzt Ludwig Brenner. Und so. Genau, die Dame hier hinten, das ist Clara Korn. Und zwar habe ich die für den User Lefty erstellt. Ich hoffe, du freust dich. Die hatte eine grässliche Frisur. Die konnte ich auch nicht mehr ändern. Die war festgelegt. Ich habe mich aber hier für diese nette Haube entschieden. Mit Funkgerät. Genau, sie ist eine Nahkämpferin. Ich weiß, dass du eigentlich eine Scharfschützin wolltest. Aber wir haben schon 2 Scharfschützen. Der nächste ist schon in der Pipeline. Also habe ich jetzt hier mich einfach kurz umentschieden. Eigentlich wäre es noch nett, den Spitznamen Kimme einzusetzen. Genau. Das geht aber erst nach der Beförderung. Gut. So viel dazu. Und jetzt haben wir noch so einen automatischen Nachlader. Und ich würde sagen, dass wir den dem Ethan McLean geben, weil der hat eine Waffe, die irgendwie nach 3 Schuss leer ist. Und so kann er einfach mehr feuern. Mhm. Ja, das wenden wir auf diese Waffe an. Kostenloses Nachladen. Weil dann kann der einfach ohne einen Aktionspunkt auszugeben nachladen. Das ist, glaube ich, eine feine Sache für ihn. Ja, der Carsten Hau, der ist von seiner Biografie auf jeden Fall als Support geplant. Und zwar als Hacker. Mal sehen, ob es wird. Wir haben einfach sonst jetzt gerade niemanden mehr hier im zur Verfügung. Und von daher werden wir sehen. Der Hintergrund ist, dass er, soll ich es nicht vorlesen? Das ist eigentlich ganz lustig. So eine Ankündigung ist immer schwierig. Aber Carsten Hau war Mitarbeiter einer Bank, bis er einen Kunden mit der Faust ins Gesicht schlug und danach seelenruhig weiterarbeitete, bis die Polizei kam. Inzwischen hat er den Umgang mit Schusswaffen erlernt und hat seine Aggressionsschübe besser im Griff. Genau, das ist der Carsten. Das Bewegungsprofil ist nicht das, was ich erstellt habe. Die würfelt er irgendwie immer anders zusammen. Das war nämlich der nervöse Typ, aber egal. Ja, wir lassen uns jetzt überraschen, was aus ihm wird.
Wir nehmen den mit, den Carsten. Gut, wir haben keinen Support dabei. Müssen wir irgendwie mit zurechtkommen. Und wir starten in den Einsatz. Ja, Ludwig Brenner hier, unser Scharfschütze. Bin auch mal gespannt, wie die Clara... Grünes Licht für Teameinsatz. Ja, wie die Clara sich hier in dieser Mission nehmen wird. Geben wird. Einsatz starten. Widerstandskämpfer haben sich über einen ungeschützten Zugangspunkt Zugriff aufs Advent-Netzwerk verschafft. Aber Alien-Verstärkungen haben kurzen Prozess mit ihnen gemacht. Ihrem ersten Bericht zufolge haben sie wichtige Daten über die Alien-Operation entdeckt. Wir müssen das Gebiet sichern und das Terminal hacken, bevor Advent die Verbindung kappt. Schalten Sie alle Feinde gnadenlos aus. Das ist unsere Chance, sie aufzuhalten. Okay, also wir sollen eine Workstation hacken und wir sind in einer verlassenen Gasse in Novgorod. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die Schilder und Tafeln auf Kyrillisch... Ach nee, es gibt ja eh eine neue Schrift der Weltregierung. Der Zugangspunkt liegt direkt voraus. Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Großartig. 8 Runden Zeit, um hier vorwärts zu kommen. Seltsame Banner hier an den... Was sind das? Straßenlaternen? Ja. Straßenlaternen. Ich versuche hier mal so ins Dunkel reinzuspähen, ob es hohe Gebäude gibt, in die wir rein können. Ich sehe nichts und wir haben ja nur 8 Runden, also ist Eile angebracht. Ich wäre natürlich gerne mit einem entsprechenden Feuerschutzbefehl vorgerückt. Der kommt noch nicht mal bis hier, der Neuling. Truppen sind eh mal langsam. Nee, dann gehen wir nach hier. Rücke zur Zielposition vor. Haben zumindest zu einer Seite Deckung. Und genau, können ein bisschen aufdecken. Man sieht gar nichts an Feinden. Hier ist irgendwas, weil hier ist so ein Auge zu sehen. Aha, hier ist übrigens eine Leinwand mit einem... Was auch immer das sein soll. Eine Art Android, der Basketball spielt. Ah ja, okay, alles klar. Naja, gut. Irgendwie stelle ich mir unter Novgorod ein bisschen was anderes vor hier, aber wir sind ja in der Zukunft, von daher. So, wir können uns das jetzt, glaube ich, nicht wirklich leisten, hier so langsam reinzuschleichen. Wir haben einfach wegen der geringen Rundenanzahl... Wir dürfen einfach selbst nicht sichtbar werden, aber sonst heißt es jetzt schnelles Vorrücken an allen Fronten und hoffen, dass wir nicht dann von einer feindlichen Patrouille entdeckt werden, die sich bewegt. Clara Korn geht auf Feuerschutz. Genau, und unser Scharfschütze vielleicht auch. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Und zwar ein Pistolenfeuerschutz natürlich dann nur noch. Feuerschutz. Nichts groß in Bewegung. Das hat sich ein bisschen verändert. Nee, nicht wirklich. Ich glaube, wir sehen es nur besser. Die Clara Korn. Klingt auch ein bisschen so, als wäre sie Alkoholikerin, finde ich. Ist aber natürlich nicht so gemeint. Posizione confermata. Posizione confermata. Oh. Ja. Italienisch ist schon eine sehr schöne Sprache. Und der haucht die auch so ein bisschen hier. Der haucht die auch so ein bisschen hier in mein Ohr rein. So. Ach, das ist so eine Scan-Einheit da vorne. Das heißt, das sind keine Feinde, die sind hier aufgestellt und wo auch immer sonst noch. Vielleicht ist dann hier dieses Gelände, es ist nicht, sicher nicht ideal, aber gar nicht so schlecht. Zumindest mit halber Deckung, teilweise auch ganzer Deckung. Allerdings muss ich das Tor leise öffnen. Moving to designated coordinates. Genau, öffnen.
Von hinten ist, glaube ich, erstmal nichts zu erwarten. Gehen wir mal hier in Deckung. Ja, das ist gut. Paolo. Bäuerschutz. Nicht, dass er dann hier auf den sich Bewegenden schießt. Das finde ich gar nicht so gut. Geh mal da ums Eck rum. Weil so alleine braucht er sich jetzt auch nicht hier mit den Advent-Wachen anlegen. Die geht mal in Feuerschutz. Der Carsten läuft einfach hier rein. Unser Scharfschütze. Ah, hier sind auch noch besorgte Bürger. Da vorne. So. Die unter Umständen uns melden. Jetzt nur noch 6 Runden gleich. Das ist eine lange Alien-Runde. Okay, noch sind wir ganz gut durchgekommen. Ist das Haus direkt gar nicht so bewacht? Ist nur jemand drin? Fragen über Fragen. Ah, das Rennauto würde dem Paolo gefallen. Ist ja ehemaliger Rennfahrer. Die Karriere hat nicht geklappt. Hatte nur einen kurzen, glorreichen Moment in der Formel 3 und ist dann Medikamentenfahrer geworden. Aha. Okay. Feuerschutz. Feuerschutz oder vielleicht sogar noch nach hier. Okay. Davor. Wir kaufen uns die jetzt und gehen dann ziemlich straight, wenn wir es schaffen, auf das Gebäude zu. Scannergebiet. Und verschanzen uns dann da drinnen. Das ist jetzt der Plan. Wahrscheinlich. Was ist das denn? Ich spiele ja sozusagen recht blind. Also ich habe natürlich ein bisschen Vorankündigungen angeguckt und irgendwie so ein, zwei Sachen gelesen, aber jetzt keine Guides oder andere Videos geguckt, um mir so das Erlebnis nicht zu verderben und euch auch nicht. Und bisher klappt es ja auch ganz gut. Das hier scheint ein Nahkämpfer zu sein mit einer Art Schwert, beziehungsweise auf Englisch nennt man das Club. Also das ist wie so ein Holzschwert mit so Nägeln drauf. Wie dem auch sei. Hier hinter das Auto. Genau, Clara. Auch Feuerschutz. So, und jetzt Präzisionsgewehr nicht abfeuern, sondern das, was ist Distanzschuss verborgen? Feuere auf den ersten Feind, der sich in deiner Sichtlinie bewegt. Aber nur, wenn du nicht verborgen bist. Ich bin ja... Ach so, ja gut. Das heißt, sobald... Nee, ist okay. Sobald wir uns zu erkennen geben, schießt er. Und... So, jetzt nur noch die Frage. Genau, ob wir mit unseren Granaten da hinkommen. Das war jetzt ja mal richtig, richtig clever. Cicerone, was hast du denn da gemacht? Die Granaten kommen ja überhaupt nicht hin, ne? Das wäre natürlich jetzt die Idee gewesen. Jetzt gucken wir aber mal, vielleicht können wir... Wie weit ist so die Reichweite hier? So, okay. Das heißt, wenn ich... Na, da wäre schön gewesen, wo der Carsten jetzt... ist vielleicht nach hier. Okay. Und dann versuchen wir mal... Hier unser Glück. Vielleicht auch nicht so doof. Ich nehme hier einiges an Deckung weg. Und das Auto brennt und explodiert dann. Ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Es wird die aufschrecken. Ihnen die Deckung wegnehmen. Und unter Umständen sterben sie noch an diesem brennenden Auto. Genau. Wenn sie nicht weggehen. Ist klar. Zuerst setzte Advent nicht tödliche Betäubungseinheiten zur Gruppenkontrolle und bei Protesten ein. Mittlerweile sehen wir allerdings nicht mehr allzu viele davon. Aha, so eine sogenannte Riot Guard. Super. Super. Der Kommandant ist tot, allerdings hat sich das Feuer komplett auf den konzentriert. Und der Nahkämpfer ist ins Haus geflohen. Ah ja, jetzt kriegt er eine Schrottladung rein. 6 Schaden, hat aber überlebt. Versteckt sich hinter dem Blitzer und... Okay, greift und betäubt hier den Paolo. Hat eine unglaubliche Bewegungsreichweite.
Dieses Viech. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Auto explodiert. Da gleich noch eins, warum auch immer. Verstehe jetzt, wer will, dass da, warum das da hinten noch explodiert ist. So. Okay, also Paolo, der ist ja fast tot. Du bringst den jetzt, glaube ich, zuallererst mal um. Oder wollen wir den Paolo irgendwie in Sicherheit bringen? Lieber vielleicht hier mit dem... Und los geht's! Mit dem Carsten vorgehen. Oh. Scheiße. Ja, ich weiß. Jetzt dürft ihr euch bewegen. Noch so ein Schwertheini. Ich mag die nicht. Die gefallen mir nicht. Die Schwertheinis sind doof. Oh Mann. Ich wollte hier vorgehen, um quasi zu flankieren. Das klappt ja hervorragend. Okay, da habe ich auf jeden Fall schon eine Idee, aber jetzt erstmal... Ja, der Paolo, der kann doch jetzt erst einen Schuss ab... Ach nee, er hat schon eine Aktion weg. Damn. Verdammte Axt. Ja gut, dann hoffen wir einfach, dass er da überlebt hinter der Säule. Dann killt er jetzt den... Ja. Diesen Nahkämpfer. Bersaglio inerme. Mhm, was auch immer das geheißen hat. So, jetzt geht unser Grenadier nach vorne. Holzt auf jeden Fall schon mal hier rein. Nimmt quasi beiden die Deckung weg und verletzt auch beide. Mhm. Genau. Ja, ich nenne es ja immer liebevoll... Die Granatenpumpgun, dieses Gerät, was er da bedient. Aha. Ich habe gerade verstanden, der Typ hat eine Glatze. Hat er ja auch wirklich, der Carsten. Oder eine Platte oder sowas. Naja. Ah ja, das ist eine ganz gute Chance und er könnte ihn auch töten. Wenn er nicht daneben schießen würde. Wow. Das mach mal. Ich will diesen Nahkämpfer da weg haben, weil die machen extrem viel Schaden und betäuben auch oder sowas. Feind erledigt. Gut. Ludwig, du schießt jetzt nochmal hier auf das eklige, fiese Insektoiden-Alien-Schwein. Kritischer Treffer, 7 Schaden, tot. Ziel neutralisiert. So kann man es auch ausdrücken. So. Feindesrunde. Hoffentlich werde ich nicht flankiert. Werde ich nicht. So, und damit nähere ich mich jetzt hier in großen Schritten dem Computer. Wo ist denn jetzt eure vielgerühmte Bewegungsreichweite, ihr Nahkämpfer? Du hast halt wenig Leben, deswegen will ich dich nicht mehr so arg vorschicken. Feuerschutz. Carsten. Schafft's quasi, ah ja, das wäre auch noch eine Deckung. Hier, ach so, aber da war doch die nächste Truppe, oder ist die eh schon? War das dieselbe, die ich hier gesehen habe? Weil ich würde natürlich auch gerne das Zeug hier einsammeln, aber nicht, dass der dann hier in ein Kreuzfeuer kommt. Wir gucken nochmal mit der Kollegin. Blöd. Nee, dann machen wir es anders. Der geht hier hin und die Kollegin sammelt den Gegenstand ein. Kann er hier einen Feuerschutz geben, genau. Der Ethan hier hin. Ja, affirmative. Feuerschutz. Overwatch. Bin unterwegs. Die Clara sammelt ein, was es auch immer hier einzusammeln gibt. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Einen Schaft und ein Zielfernrohr. Ah ja, selbst Fehlschüsse bekommen ein bisschen Schaden. Nicht schlecht, und ein Zielfernrohr ist klar. Okay. Einsammeln. Zwei Gegenstände, das ist natürlich schon sehr gut.
So, und da hier jetzt gerade nichts los ist, schicke ich mal den Ludwig ein bisschen nach vorne. Ein bisschen schneller. Lieber schießt er ab nächster Runde wieder. Ja, noch drei Runden. Ist klar, ist klar. So, das ist doch eine perfekte Position. Neben dieser ekligen Brühe da musst du dein Gesicht an die Wand pressen. Ethan, tut mir leid. So. Carsten. Ich sehe halt noch nicht komplett rein, ne? Doch, inzwischen schon. Okay, da ist niemand. Inzwischen sehe ich quasi komplett rein. Und wir müssen uns jetzt einfach auch beeilen. Vielleicht tatsächlich schon bis hier. Los, los, los. Und wehe, da steht jetzt doch einer. Ja, das ist klar. Jetzt habe ich kurz mein Herzschlag sich verändert. Da hat sich jetzt echt kurz mein Herzschlag verändert. Ich dachte, das hieß jetzt hier Gegner gesichtet. Also beziehungsweise Gegner hat uns gesichtet und feuert. So, unseren Scharfschützen schicken wir jetzt mit einer Schnellbewegung aufs Dach. Da kann er uns nämlich schützen vor Angriffen von außen. Der Ethan bleibt da auf Feuerschutz. Unsere Nahkämpferin macht auch nochmal eine schnelle Bewegung hier rein. Tempo! Jawohl. Und der Paolo geht hier in Deckung und so ein bisschen in Sicherheit. Ich will, dass er überlebt. Er soll überleben. Erkenne Bewegung. Okay. Das heißt, der Computer selbst ist offensichtlich nicht gesichert, aber wahrscheinlich direkt an der Tür. Ah, da hat sich irgendwas. Da habe ich was gesehen hier. Da hinter der Tür ist was. Okay, alles klar. Noch zwei Runden, um zum Computer zu kommen. Das muss halt jetzt wirklich auf jeden Fall klappen. Bin unterwegs. Man muss ja zum Computer hingehen und dann noch eine Aktion verbrauchen, um zu hacken. Brücke zur Zielposition vor. Ich mache jetzt hier aber tatsächlich, weil ich da was gesehen habe, einen Gang langsamer. Du kommst hier rein. Kannst du immer noch durchs Fenster sichern und bist aber auch relativ geschützt, hoffentlich. Okay, unseren schweren Trooper hier rein. Auch nochmal auf Feuerschutz, falls die Tür jetzt aufgeht und ich glaube, einen Sektoiden gesehen zu haben, so einen roten Schatten. Nee, das war jetzt nur ein Bürger, ich glaube, aber es war schon ein Sektoid, wie auch immer ich die jetzt nennen soll. Ja, gerade immer nicht. Ja, dann gehen wir mal nach hier. Hallo, Taube. Psst, ich glaube, ich habe was gehört. Letzte Runde jetzt. Da ist er wieder. Jawohl, er macht die Tür auf. Er macht die Tür auf. 4 Schaden. Das war es aber natürlich noch nicht. Nailed him. Ach so. Das war quasi. Ah, verstehe. Der hat ihn durch die Tür gesichtet. Jetzt kommt der nächste Angriff. Daneben. Und unter Umständen jetzt. Die Clara auch noch. Das ist ihre letzte Chance auf Datenrettung. Ja, ja. Carsten, du bist doch ehemaliger Bankangestellter. Okay. Du hackst diese Workstation jetzt. Und wehe, der Hack funktioniert nicht. Dann rast ich hier aus, liebe Leute. Chance 100%. 5%ige Chance auf Hackwert dieses Soldaten wird dauerhaft um 20 gesteigert. Oder 1%ige Chance auf. Ja, aber vergiss es. Wenn überhaupt, schaffen wir die 50%ige Chance. Gut, super. Alles klar. Gehen wir in Deckung. Erfolgreiche Beschaffung der Advent-Dateien bestätigt. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde im Gebiet. Tun wir.
bin schon unterwegs. So. Moving to designated coordinates. So, jetzt haben wir keinen Zeitdruck mehr. Ich gehe jetzt also hier auf Feuerschutz. Der, glaube ich, kann noch hier. Ordine ricevuto, was auch immer das heißt. Hat mit Befehlen zu tun, aber Buto. Und Dice, glaube ich, mit Sagen, Sprechen, wie auch immer. Sollen wir uns einfach hier an die Kante wagen und gucken, ob wir runterschießen können? 100% super. Das macht ihn wütend, das ist gut. Wenn er sich jetzt nur wieder ein bisschen bewegt, genau, sieht ihn irgendwer. Immer noch nicht tot. Ja, versucht. Okay, das ist ein Gedankenkontrollversuch, der aber offensichtlich missglückt ist. Ah ne, ein Zombie wird erweckt. Wir töten jetzt aber einfach den Commander und damit ist der Zombie dann auch weg. Ich glaube, das. Oder wollen wir uns die Erfahrungspunkte quasi stehlen? Wenn es dann allerdings nicht klappt, dann haben wir ein Problem, ne? Schon unterwegs. Ah, der kann den hier gar nicht erwischen. Feuerschutz. Dann töten wir jetzt wirklich erst den und hoffen, dass wir quasi diesen diese Erfahrung einfach mitnehmen können. Weil ich glaube, wir haben die Situation im Griff. Jawohl. Ach, jetzt hat die keine Bewegung mehr. Die hat die mit dem Schuss quasi verwirkt. Ah, das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Das ist nicht nur ein bisschen doof. Ich dachte, dass sie okay, quasi sich danach noch bewegen kann. Auch wenn es, ich weiß, nicht so wie im ersten Teil war. Ich hatte das irgendwie so verstanden. So. Und jetzt haben wir hier nochmal einen Overwatch. Bam. Und jetzt gleich noch einen zweiten. Mit dem Ethan. Nein, haben wir nicht. Mancato. Okay, der ist ja in Deckung. Ah, er versucht wieder einen. Jetzt versucht er einen Gedankenbefehl. Okay. Macht nichts, weil erst nächste Runde kann der gegen uns agieren, der Carsten. Mhm. Und jetzt müssen wir halt einfach dieses eklige Riesenviech hier töten. Dazu drehen wir mal die Kamera noch. Orders confirmed, on the move. Chance auf einen kritischen Treffer ist sehr hoch. Okay. Und das dürfte jetzt auch schon gewesen sein für die Mission. Ich denke, das war der letzte Feind, oder? -1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und sag ich's doch. Gut. 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Okay, 7 getötete Feinde, ein verwundeter Soldat, 10 benötigte Runden, ausgezeichnete Wertung. Wir befinden uns auf dem Heimflug. Die Crew ist nicht gerade gesprächig. Jeder sitzt so ein bisschen rum und stiert vor sich hin. Eine Trefferquote von 85,71%. Das finde ich gut, aber ich habe eigentlich auch nur sichere Schüsse gesetzt. Den größten Schaden hat der Ethan McLean verursacht. Die meisten Angriffe hat Clara Korn durchgeführt. Am häufigsten angegriffen hat Paolo Bruno. Und sich am weitesten bewegt
hat unser Grenadier. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Damit kommen wir zurück in die Avenger. Wir müssen diese Folge jetzt dann auch beenden. Recht zügig. Mit so einem Kampf haben die Aliens sicher nicht gerechnet. Beeindruckend, Commander. Okay, jetzt gucken wir, was aus Carsten wurde. Perfekt. Perfekt. Super. Ja. Ein Support. Und das ist gut. Und dann geht der aber auf Kampfhacker. Dann passt das Roleplay für mich. Super. So, unser Scharfschütze wird zum Phantom. Wenn der Trupp aufgedeckt wird, bleibt dieser Soldat verborgen. Es gäbe auch noch den Klingenmeister. Richte 2 zusätzlichen Schaden mit allen Schwertangriffen ein. Nein, das Phantom klingt sehr gut. So. Ach, Ludwig hatte gar keine Beförderung. Da habe ich mich irgendwie verguckt gerade. Alles klar. So, wir haben den Schaft. Jetzt hier, wer hier was Schweinisches denkt, ne, ist selber schuld. Wir haben den Schaft einsammeln können, ein Zielfernrohr und verschiedene Leichen wieder. Auch diesen Betäubungslanzenträger. Ist ja auch eine wundervolle Übersetzung. Ja, genau, da gäbe es jetzt auch eine Autopsie. Der Betäubungslanzenträger wird meist eingesetzt, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und Aufstände zu unterdrücken. Riot Guard, sag ich doch. Seine einzigartige Betäubungslanze. Sag mal, jetzt wird hier von Schaft und jetzt von der Betäubungslanze geredet, von der einzigartigen. Wo bin ich denn hier gelandet? Also, seine einzigartige Betäubungslanze könnte in eine Waffe umgewandelt werden, deren Einsatz unsere Ranger bereits trainieren. Und dann kann man Feinde betäuben und... Ah ja, verstehe, verstehe. Alles klar. Sie gut, danke. Sie leisten überragende Arbeit als Anführer des Widerstands, Commander. Dr. Jeffrey Lebowski, ein Drogenexperte und ja, Botanikexperte, hat es unserem Team beigetreten. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Ja, wir sind unterbesetzt, ich weiß. Ja, Lebowski ist da. Forschungstempo um 25% erhöht. Und jetzt gucken. Na gut, das können wir meinetwegen noch kurz gucken. Rekrutieren, wir ob jetzt der. Wir haben seltsame Übertragungen empfangen. Es klingt wie Deutsch, aber es ist schwer zu sagen. Aha. Ja, ich finde den Strange Aeon nicht. Der war doch vorhin angekündigt, oder? Und der war ja keine Missionsbelohnung. Vielleicht kommt er noch. Vielleicht können wir ihn irgendwo abholen. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zugucken. Ich danke auch den wirklich treuen Zuschauern, die hier immer wieder mir Nachrichten schreiben, die mich ermutigen. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich bedanke mich auch für alle weiteren Däumchen und Kommentare und Abos, die hier jetzt immer mehr reinflattern. Finde ich ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank. Und verbleibe mit ganz vielen Grüßen, euer Cicerone. Tschüss.